Herzlich willkommen bei Sinneswiss zu einer neuen Hausaufgabenfolge. Die Folge, wo wir uns jeweils einer von uns, der anderen zwei, Hausaufgaben gibt. Und dann schauen wir da. Und mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir erstens nicht mehr Film nur nehmen, wo die anderen zwei nicht gesehen haben, weil das ist immer schwieriger geworden. Mhm. Sondern einfach einen, wo wir gerne würden darüber reden, egal ob sie die anderen kennen oder nicht. Und wir haben immer am Anfang auch ungefähr die ganze Hälfte von der Besprechung, wo ohne Spoiler ist. Das heisst, ihr könnt einfach jetzt dranbleiben. Und wir warnen euch dann, bevor es in den Spoiler-Bereich kommt, für den Fall, dass ihr den Film noch nicht gesehen habt. Mit mir sind meine beiden Kollegen, wie immer, ich bin jetzt der Alex, der gute alte Spike. Buongiorno. Und El Hill. Hallo. Und ich hatte diese Woche, euch eine Hausaufgabe zu geben von einem Film, den ihr tatsächlich beide noch nicht gesehen habt. Ja. Ist das auch so? Ja, ja, das ist es so. Und das war ein grosser Abräumer an der Oscar-Verleihung im 2015. Der Film selber ist aber vom 2014. Ja, der paar Oscars gewonnen. Immerhin. Ja, aber nicht alle. Ja, aber der wichtigste? Nein. Was? Was ist der wichtigste für dich? Also in dem Fall war es der beste Hauptdarsteller. Ah, ja. Den hat er eben nicht. Eben nicht, da kommen wir noch dazu. Ja, 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 ja. Und zwar geht es um den wahnsinnig guten Film, meiner Meinung nach, Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance aus dem 2014. Der Film ist von Alejandro González Iñárritu. Den kennt man, er ist auch übrigens der Autor mit unter anderem. Spätestens seit The Revenant mit dem Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. Hat aber auch ganz, ganz viele andere wirklich absolute Perlen gemacht, wie Beautiful mit dem Javier Bardem. Babel mit Brad Pitt, 21 Grams mit Benicio del Toro. Und Sean Penn ist da, glaube ich, auch noch mit. Richtig, genau. Und Amores Perros. Das ist allerdings, das ist so geil, ich weiß nicht, wie der heißt, Gael Bernal heißt er, glaube ich, der Schauspieler, Garcia, Garnel, irgendwie so etwas. Mhm. Auch ein ganz lässiger Film. Aber in diesem Film machen ein paar andere Leute mit. Birdman hat auf IMDb eine Bewertung von 7,7 von 10. Also durchaus hoch. Mhm. Nicht hoch genug, aber das ist ein anderes Thema. Yep. Wir kommen zu den Schauspielern, die mitmachen. Und bei den Schauspielern, da ist wirklich ein riesiges Star-Aufgebot, was er relativ häufig gar nicht bekommt. Unter anderem in der Hauptrolle ist der gute alte Michael Keaton. Mhm. Den kennen die meisten als Batman von den Tim Burton-Filmen, als Beetlejuice. Für die jüngeren Zuschauer sicher aus Spider-Man Homecoming, wo er den Vulture spielt. Genau. Der Bösewicht. Jackie Brown oder Out of Sight, wo er übrigens die gleiche Rolle noch spielt. Ganz in den genau, beiden richtig. Filmen. Ja. Also, und für mich absolut als Kind, weil ich halt wirklich Batman damals und Beetlejuice auch einer meiner eigentlich ersten Lieblingsschauspieler gesehen. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist bei dir auch ein so Spike, oder? Hat auch einen mega Eindruck hinterlassen. Mhm. Bei Batman war es das Gesamtwerk, das mich umgehauen hat, aber dann bei Beetlejuice, da habe ich dann ein bisschen später gesehen, da hat er mich voll gehabt. Ja. Absolut. Das sind auch doch durchaus unterschiedliche Rollen. Das haben wir nicht wirklich. Ja, klar. Ja. Also, ich meine, nur schon mal die Gestikulierung und der Expressionismus, den er als Beetlejuice musste, ausdrucken und dann eigentlich so das zurückhaltende, coole als Batman. Das ist ein komplett unterschiedliches Schauspiel. Ja, absolut. Und vor allem ist ja eigentlich eher so ein bisschen aus dem Comedy-Bereich ja ganz ursprünglich gekommen, oder? Und von dem auch noch speziell. Mit aber spielen noch ganz andere Hochcharakter, zum Beispiel sein Counterpart schon fast in dem Film, der Edward Norton. Mhm. Auch einer der ganz bekannten Schauspieler aus Fight Club, American History X, 25th Hour und diverse Wes Anderson-Filme. Hulk habe ich auch gemacht. Der Hulk, ja, richtig, genau. Ja. Gut, über den reden wir nicht so gerne. Ja. Scott, der Hulk-Film ist eigentlich gut gewesen. Das war eigentlich einer von der. Also wäre der zweite Film von Marvel Cinematic Universe, aber der Edward Norton hat sich dort so arschig gegenüber dem Regisseur und der ganzen Produktion angestellt am Set, dass er dann nachher im Film Avengers ersetzt worden ist durch den Mark Ruffalo. Gut, dass du das sagst, weil das ist auch einer der Punkte, warum er diese Rolle hier hat, weil er spielt eigentlich grossteils sich selber. Mhm. Und dass er da während der Dreharbeiten das gar nicht geschnallt. Erst im Nachhinein ist es eigentlich rausgekommen, dass der Regisseur ihn genau wegen den Geschichten, die er schon über ihn gehört und mitbekommen hat, gefunden hat, der wäre doch eigentlich ideal für die Rolle. Ja, da hat es so einen geilen Spruch dazu. Da können wir Mitmachen dort auch Emma Stone. Ich glaube, so
eine von den Jungschauspielerinnen, sage ich mal, die am meisten gekommen sind. Man kennt sie aus La La Land, Cruella, wo jetzt gerade aktuell ziemlich Furore gemacht, Zombieland natürlich. Ja, auf jeden Fall. Amazing Spider-Man, yes, beide Teile. Auch wieder. Mit dem Garfield, oder? Als Andrew Spider-Man. Garfield, genau. Ja. The Favorite und Super Bad sind so typische Filme von ihr. Dann haben wir auch dabei, der, oh, jetzt wird es schwierig mit dem Namen, der Zach Galifianakis. Sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Yeah. Galifianakis. Das ist einfach der Bummelige mit dem Bart aus The Hangover zum Beispiel. Genau. Wolfsrudel. Diverse Saturday Night Live Sketch, unter anderem auch einer von meinen absoluten All-Time-Lieblings-Sketch. Kennt ihr den? Wo es darum geht, sie spielen Game of Thrones. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist so eine, gehört. Jungs, wenn nicht, dann zeige ich es euch noch. Ja. Also auch für die Leute, die jetzt da sind, googelt mal nach Game of Thrones. Und das ist ein Sketch, da spielt es einfach so wie eine Quiz-Sendung, eine Quiz-Show im Fernsehen, wo es halt um Game of Thrones geht, um Fragen aus Game of Thrones. Und es sind zwei so Obernerds dabei und er ist der Ober-Ober-Nerd eigentlich, aber er hat einfach immer ein Drachenkostüm, weil er so Fan ist von den Drachen. Und das Geile ist, der Gag an diesem Sketch ist, dass die anderen zwei, die bekommen immer so typische Fragen aus dem Game of Thrones-Universum, eben so, wie heisst der Vater von Jon Snow? Weißt du, so etwas, oder? Und beim anderen ist es so, in welcher Stadt wohnt die Person, oder? Und bla bla. Und dann bei ihm ist immer so, was ist gerade Radwurzel aus 18.000, 400? Also völlig Fragen, die überhaupt nicht mehr Game of Thrones. Und dann immer so, Es ist so ein geiles, geiles Ding. Also unbedingt reinziehen. Dann macht auch noch mit Andrea Riseborough. Die ist vielleicht nicht so wahnsinnig bekannt im grossen Kino, obwohl man sie zum Beispiel in Oblivion mit Tom Cruise gesehen hat. Mhm. Wir kennen sie auch aus Mandy, wo wir ja noch nicht lange zusammen geschaut haben, wo vielleicht sogar mal eine Folge darüber kommt, weil wir haben dort so nachher gerade einfach aus Spass mal aufgenommen, aber ob die je veröffentlicht wird, weiss man nicht. Oder in Possessor vom Sohn von Cronenberg, der Film, der jetzt auch in der Medien recht gross als Sensation rausgekommen ist. Und in einer weiteren, kleineren Nebenrolle auch zum Beispiel Naomi Watts. Naomi Watts kennt man nicht nur aus Mulholland Drive, King Kong und Eastern Promises, sondern hat auch schon in 21 Grams von Minya Rito mitgespielt und in so ziemlich jedem amerikanischen Remake von einem europäischen Film. Also, extrem oft hat sie, also ihre Agentur denkt sich wahrscheinlich, hey, von den Filmen, die in Europa gut angekommen ist, wie damals der Kaiser Funny Games. Machen wir doch eine amerikanische Version. Naomi ist Zeit. Jo, hey. Und die macht ständig in so Remakes mit. Wenn du mal deren ihre Filmografie anschauen. Ja. Hast du The Ring schon gesagt? Nein, aber das ist auch so ein Beispiel. Eben. Also ständig. Also die ist abonniert für Remakes. Ich meine, King Kong ist auch Remake, sind wir ehrlich. Also, das ist neue Interpretation. Ja, was der deutsche Ausdruck ist. Also Reboot. okay. Um was geht es in Birdman? Ganz kurz zusammengefasst geht es eigentlich um Michael Keaton, der die Rolle hat von Regan. Und der Regan ist früher noch in den 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, ist er bekannt worden als Superheld in diversen Filmen. Wie der Michael Keaton das ja auch gesehen ist. Das Jahr hat sogar ziemlich gestimmt. Ja, stimmt sogar, richtig, oder? Und er ist aber seitdem hat er keinen Erfolg mehr und versucht seine Karriere wieder ein bisschen anzukurbeln mit einem eigenen Broadway-Stück, das er geschrieben hat und er die Hauptrolle soll spielen. Und nein, er hat es nicht geschrieben. Es ist ein Stück, das er einfach neu aufgeführt hat. Das Stück hat es schon gegeben. Stimmt, sorry. Ja. Aber er probiert jetzt halt mit diesem Broadway-Stück wieder seine Karriere in Gang zu kriegen und tut eigentlich alles auf eine Karte setzen. Er lebt quasi in dem Theater oder so lang und so, damit einfach das wieder gut kommt. Und dann schafft er es eben unter anderem Edward Norton, der die Rolle von Mike spielt, einer der grössten, bekanntesten, besten Schauspieler von seiner Generation, oder? Für eine andere Rolle, für seinen Counterpart quasi zu gewinnen. Die Emma Stone spielt seine Tochter, war nicht so. Eine Assistentin. Einfach so, sie, die im Hintergrund immer ein bisschen rumhöckelt, oder? Driceborough ist seine Ex-Frau und so weiter. Mit Watts ist die Ex-Frau und Driceborough ist die geliebte Freundin, wie auch immer. Und Galifianakis ist Agent. Ja, Agent würde ich sagen, oder? Produzent, Agent. Agent und
Agent und Anwalt. Weil, ja, genau, Anwalt. Also Schreiber, Regisseur und Produzent ist ja alles der Regan. Ja. Aber vor allem Anwalt ist der Galifianakis. Genau. Und was geht es grundsätzlich? Es spielt halt alles um die Probe vor der grossen Premiere. Und er spielt eigentlich um sein Leben, oder? Und er will ein bisschen wegkommen von dem Klischee, das noch Karl K. hat als Superheldfigur, als der Birdman. Ja. Ich meine, Birdman, merkt es schon, he? Also, und auch, dass der Edward Norton eben eine schwierige Ausnahmeschauspieler und Mike spielt, wo ultra komplex und mühsam ist am Set und überhaupt, wie er so anscheinend ja auch im richtigen Leben ist, wie man von diversen berichtet. Das sind alles keine Zufälle natürlich. Und was der Film sehr speziell macht, ist, dass er praktisch ohne Schnitt auskommt. Oder zumindest kaum wahrnehmbare Schnitte, oder? So die One-Take-Geschichten. Und das ist gerade im Theater, wo es halt oft durch die Gang geht und dann läufst du dort wieder durch und dann redest du mit dieser Person, dann ist dort wieder etwas und dann geht er auf die Bühne und all das, oder? Und da hat es einfach wahnsinnige Kameraarbeit. Das ist absolut. Eben, lieber mal eine Kamerafahrt machen und den Charakter begleiten, als einen Schnitt machen. Yes. Und da wollte ich gerade dazu werfen: der Kameramann ist Emanuel Lubezki. Das ist auch der, der die Kamera gehalten hat bei The Revenant, Children of Men. Und Gravity. Und gerade Children of Man, Gravity und auch The Revenant sind auch bekannt für sehr viele so krasse One-Takes. Weißt du, so lange Kamerafahrten ohne Schnitt und so. Ja. Und da ist er einfach der Man, sage ich mal. Gut, dann ist natürlich der Deakins gekommen, der wahrscheinlich bekannteste und größte Kameramann aller Zeiten, wo er bei 1917, dass er auch Kamera findet. Aber gleich, Wahnsinn. Jungs! Der Film klingt zuerst mal so ein bisschen als spielt am Theater, oh je. Das könnte ein bisschen so ein Klamottenfilm werden. Weißt du, so ein bisschen. Aber ist es meiner Meinung nach nicht. Aber was ist so euer erster Eindruck vom Film? Ohne zu spoilern. Hill? Angefangen, ich an. Ich hatte tatsächlich mal schon vor längerer Zeit mal kurz angeschaut. Also ich weiß auch gar nicht mehr so. Dann auch nicht weiter geschaut. Also ich habe wirklich effektiv nur die ersten 5 Minuten geschaut. Okay. Und dann, ich glaube, ich weiß, ob du mir dann was von dem erzählt hast. Und ich habe dann zuerst eigentlich so, Birdman, ja, so ein Anti-Super, also ein ehemaliger Superheld und bla. Habe irgendwas anderes erwartet. Und aus dem Grund habe ich nicht weiter geschaut. Also ich finde, jetzt, wo ich geschaut habe, der Film hat eigentlich so viel. Im Film innen, ich meine, das Ganze spielt ja eigentlich wirklich nur Backstage und auf der Theaterbühne. Ein bisschen dann noch außerhalb kurz. Ja. Aber es ist eigentlich so viel in diesem Film drin und auch gerade mit der Kamera, die rumfährt, es ist irgendwie wirklich. Eigentlich, der Film geht 2 Stunden, aber es ist ziemlich schnell eigentlich vorbei für mich. Also es ist kurzweilig, oder? Kurzweilig, genau. Ja. Du bist immer, es ist gerade am Anfang an, es fährt schon gerade an, es ist immer irgendetwas, es ist eben halt Theater, auch viel Hektik. Du bist eigentlich immer mit drin, voll dabei und ich könnte es auch nicht mal sagen, dass ich jetzt etwas Schlechtes könnte sagen zu diesem Film. Also okay. Ein bisschen Kritik und Salz, Zucker. Aber sonst eigentlich, also mir hat es Spass gemacht und wirklich auch positiv überrascht. Okay, das freut mich doch schon mal sehr, weil ich gebe nicht gerne eine Hausaufgabe, wo ich nachher sage, du, das ist aber Alex. Wir sagen, ja gut, es tut mir leid, ja, ich habe es probiert. Ja. Was sagst du dazu, Spike? Also ich würde sagen, wer sich für grossartiges Schauspiel und Inszenierung interessiert, der muss den Film schauen. Alle anderen die können jetzt ihre Kinoabos abgeben, die können ihre Glotze zum Fenster schmeißen und hören einfach von jetzt immer am Sonntag am Morgen Philipp Meloni im Radio, weil für mich taugt er dann nicht. Sorry. Nein, ist wirklich so. Der Film ist einfach wirklich... Muss man gesehen haben. Okay. Wow. Hey, da bin ich ja richtig. Ui, da habe ich aber so Glück gehabt. Hey. Ja, weißt du nie. Weißt du, also, weil halt doch, er ist nicht gerade ein ruhiger Film. Er hat sehr, sehr viel schnelle Kamera. Es ist sehr viel immer in Gang, in Bewegung. Oder? Er wirkt aber trotzdem immer durchdenkt und mit einem Plan. Ja. Bis zur letzten Sekunde. Genau, und ich mein, wirkt. Die Hektik, Wahnsinn. Die ist zwar da, aber. Auf mich ist es jetzt nicht übrig geschwappt. Ich könnte es in aller Ruhe, in aller Entspanntheit den Film geniessen. Da habe ich auch einen kleinen Fun-Fact. Das ist ja die eine, es gibt diverse Szenen, die zum Teil 12, 15 Minuten sind, ohne Schnitt. Also sehbare Schnitte gibt es im Film 16. Mhm.
sehbare. Natürlich haben sie auch noch Tricks zum Teil. Oder? Also so Übergänge, wo du merkst. Genau, ja. Also wo du merkst, okay, das ist jetzt der nächste Tag oder so etwas. Genau, oder? Das ist so das Bild wächst, neue Bild. Nein, das ja. weniger, ja. Aber und die haben der Norton und der Keaton, die haben eine Liste geführt, weil sie halt zum Teil hat Szenen gegeben, da sind sie einfach 20 Minuten lang haben die gespielt, gelaufen und gemacht und da, oder? Also 20-minütige Plansequenzen. Ja. Und das ist natürlich hart, oder? Wenn die ersten 19 Minuten perfekt sind und dann in der 19. Minute sagt jemand, wie bitte? Und der Norton und der Keaton, die haben eine Liste geführt, weil sie beide auch eher ein bisschen Theatererfahrung haben im Vergleich zu den anderen. Wer am meisten die Schuld ist, dass man nochmal drehen muss. Ja. Und es ist tatsächlich so gesehen, Flora, oder die, der meiste, ist Emma Stone gesehen. Wie nicht ganz fair, weil der Galianakis, der hat zwar auch diverse Textaussetzer gehabt, aber er hat einfach irgendetwas geschnurrt. Er hat improvisiert und das ist oftmals besser gesehen als das, was eigentlich geplant war. Jetzt wurde ist eigentlich fast cooler. Lassen wir es so. Und die anderen haben eben auch dann richtig darauf reagiert. Also, das ist wirklich. Und muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was mich oft abschreckt. So Schauspielerfilme. Schauspielerfilme für Schauspieler sind ja oftmals so. Ich sage es ganz böse gesagt, im Theater sind so Shakespeare und so Zeug, oder? Ja, so also wie Altbacher, so ein bisschen. Und das ist das, und ich dort zuerst denke so, oi, ich weiß nicht. Aber da ich den Regisseur schon vorher schon kennt habe, sehr geschätzt habe, und Michael Keaton habe ich gedacht, komm, muss ich eine Chance geben, bei diesem Kino schauen, und bin auch völlig geflasht rausgekommen und denke, what the fuck? Ja, ist auch gut, dass man den Michael Keaton hier besetzt hat, weil er hat so perfekt in die Rolle gepasst. Du hättest jetzt natürlich, ich wirf's jetzt nochmal in die Runde, du hättest jetzt zum Beispiel können einen Mads Mikkelsen nehmen, der ein grossartiger Schauspieler ist, und den in die Rolle setzen. Das wäre gegangen, aber da hättest jetzt mehr, da hat, für mich hat jetzt der vermutlich dann wieder zu wenig Zugang zum Publikum gehabt. Das hat der Keaton mega gehabt, weil der Keaton ist ja, wir kennen als Batman und alles, und wir haben schon eine kleine Rolle gesehen, wir haben schon eine größere Rolle gesehen. Und das ist jetzt eher so der, der das abgekauft hat. Er ist früher noch der Superstar gewesen, jetzt hat nicht mehr so. Und dann kann er die eben noch überraschen. Mads Mikkelsen einfach, komm jetzt, spiel mal, und dann muss er wieder übertreiben. Ich glaube, was du auch ansprichst, das bin ich voll bei dir, ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, ist halt, dass die Figuren, die sie spielen, sehr oft ein bisschen so eine Darstellung ist von außen, von ihrem richtigen Leben. Oder? Absolut. Wie halt Michael Keaton, oder, ist halt wirklich jahrelang, fast schon jahrzehntelang, auf die Batman-Rolle eigentlich ja, wie zurückreduziert worden. Extrem. Oder? Der Norton wird auch immer als schwieriger Mann dargestellt, oder? Der Zach Galifianakis einfach als blöder Witzbold. Ist der Tommy Dickey aus Hangover, gesagt, oder? Es ist wirklich so. Obwohl, er tut sich zwar auch immer selber gerne so darstellen. Ich glaube auch. Gerne aber da ist eigentlich durchaus ernst. Also finde ich zumindest. Er hat ein, zwei schon auch Gags drin, aber er ist nie im blöden Humor drin. Du kaufst ihm ab, dass er tatsächlich eigentlich wahrscheinlich ziemlich abgeranzte, aber doch immer noch Showbiz, also Anwalt, Agent. Ja, von der Rolle her ist er nicht so viel anders als sonst, das ist schon so, aber er hat jetzt einfach in diesem Film nicht viel, wo seine Rolle verkackt. Ja. Also seine Rolle baut jetzt einfach mal nicht viel Scheiße. Ja. Und ich glaube, ich höre jetzt schon raus, liebe Zuhörer, also wenn du den Film schon gesehen hast, dann bleib jetzt unbedingt dran. Wenn du aber den Film noch nicht siehst, du hörst, ich glaube, ich kann das schon so sagen, du kriegst 3 Sehempfehlungen. Ja. Und darum hol das jetzt gerade schnell nach. Und stopp den Podcast. Momentan ist er auf Amazon Prime zum Schauen. Okay. Momentan. Ja, umso besser. Auf Sky. Auch, okay. Oder kommst du zu mir rein, ich habe ihn auch gekauft. Also okay. Nein, Spass, bitte nicht. Außer man kann. Eigentlich egal. Sonst Bier und Klopapier mitbringen. Genau. eben, falls du noch nicht siehst, dann jetzt Stopp drücken, Film schauen und dann wieder einschalten. Ich gebe dir jetzt schnell 2 Minuten zum. Nein, nur ein paar Sekunden. Zum Abstellen. Wir machen vielleicht ein bisschen Jingle-Musik dazwischen. Ui. Spike Allmayer, ne? Kasse 1, bitte. Nein, Spaß. Also, so, und ab jetzt immer spoilern. Ja, alle sterben! Nein! Sie fixen sich zu tot! nein! Jungs, ein leider Einstieg. Und
Ihr wisst, ich habe eine kleine Präferenz von Filmen. Ich habe das schon ein paar Mal genannt. Ich liebe es, wenn Filme in der Realität spielen. Mhm. In einer realen Umgebung. Aber es einfach so eine Supernatural oder so ein Fantasie-Element drin hat in der realen Welt. Mhm. Also nicht eine Fantasiewelt, so à la, was weiß ich, Game of Thrones oder so etwas, sondern halt. Und das ist ja hier auch. Weil es fängt schon mal an mit ihm in seinen weißen. Wieso haben eigentlich Schauspieler in amerikanischen Filmen immer die weißen Shorts, weißt du, die typischen Unterhosen? Ja, die Slips. Das ist schon amerikanisch. Also, es ist in jedem Film. Haben wir nicht schon einmal darüber geredet? Über Unterhosen? Oder habe ich das mal irgendwo gelesen? Es geht, glaube ich, tatsächlich darum, dass man anscheinend meistens versucht, den männlichen Genitalbereich als so unsexy wie möglich darzustellen, damit es nicht provokativ wirkt. Damit nicht abdruckt und so. Zum Beispiel, oder einfach, dass du nicht irgendwie noch im Rate, also in der Altersfreigabe zu hoch steigst und darum, glaube ich, die weiten, weißen, grusigen Slips. Das ist ein Ballett, ja so. Männerballett. Die haben ja. Also Futter. Nein, die haben ja meistens so die weißen, engen Hosen, aber im Schritt. Haben Sie wie so eine Art Hasenpfoten? Nein, Unterhösle drüber. Oder meinst du das? Hasenpfoten? Also darunter sind immer eine riesige Bühle. Genau, ich glaube, das kann man schon mal so aussprechen. Alle exakt die gleiche Bühle. Ja. Ganz früher war das angeblich ein Hasenpfoten gewesen. Heute ist es wahrscheinlich so ein Schutz, wie man so im Football oder so wahrscheinlich kennt. Oder ein genetischer Defekt, wegen dem fängt man an Ballett an. Das weiß ich nicht, ja. Nein, das ist halt eben zum... Genau, keine Unterschied, das macht. Symmetrie wirken, darum haben auch alle Balletttänzerinnen die gleiche Frisur. Wir reden schon viel zu lange über männliche Geschlechtsteile. Über Bedeckungen davon. Auf jeden Fall fängt es mit ihm an, in so einer Unterhose bekleidet, am Yoga machen, also im Schneidersitz. Und er schwebt etwa einen Meter über dem Boden. Ja. Und allein der Start, das hätte mir eigentlich schon gehabt. Du hast ja gewusst, der Film wird mir gefallen. Das mache ich auch immer, wenn ich stärker am Sinieren bin. Das ist vor allem, weil du isst sehr gerne scharf und viel Bohnen. Dann schwebst du auch gerne mal. Auftrieb. Nein, so viel ist nicht. Noch genug. Nein, ich habe mir Item. Und dann wird er eigentlich dort rausgerissen und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag los. Mhm. Oder? Es kommen die Probleme mit der Ex-Frau, es kommen die ganzen Proben. Hey, kriegen wir den Megastar, eben der Mike, gespielt vom Norton und so weiter. Hey, aber Moment, stopp. Ja, also, er hat ja nicht gefragt, kriegen wir den? Sondern das Geilste ist ja, eigentlich sein Gegenpart im Theaterstück nervt ihn so, weil der kann einfach nichts. Ja. Mhm. Er kann wirklich nichts. Ja. Und dann hat doch pure Willenskraft, lässt er mir eine Lampe auf den Schädel fallen, bam, wunderbar. Latscht seine Garderobe zurück und sein Anwalt hinten dran, der Galifian Nackis, ja, wieso läufst du vor? Jetzt holen wir einen anständigen Schauspieler. Dann fängt er an, ja, was soll das? Ja, holen wir den Woody Harrelson. Stimmt. Ja, geht nicht, der drei gerade Hunger Games. Dann der zweite habe ich blöderweise vergessen. Das war irgendeiner, der, glaube ich, auch beim Marvel oder DC gerade dabei ist. Mhm. Ist der Henry Cavill gewesen? Oder der Jeremy Renner? Nein, Jeremy Renner war der letzte gewesen. Ah, stimmt. Jeremy Renner war der letzte gewesen. Nein, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Dann am Schluss sagt er, ja, dann holen wir halt den Jeremy Renner. Weißt du, Jeremy Renner? Ja, das ist der aus Hurt Locker. Nein, das ist der Hawkeye. Was soll das jetzt heißen? Ja, der ist jetzt ein Avenger. Oh Gott, verdeckeln einmal, dürfen eigentlich alle Superhelden spielen. Oh, das ist so das Geilste. Ja. Dürfen eigentlich alle Superhelden spielen. Und nachher kommt dann der Co-Star Naomi Watts rein. Findet so, mein Freund macht's. Was? Der Mike macht's? Und das ist ja das Geilste, das ist für mich der geilste Moment gewesen. Weil eben der Edward Norton, der darf ja kein Superheld mehr spielen, weil er sich am Set von Incredible Hulk so daneben benommen hat. Er ist ja jeden Tag mit selber geschriebenen Skriptseiten gefunden, komm, das machen wir heute. Ja, nö. Und der darf ja kein mehr spielen, weil Marvel Cinematic Universe werden nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja, ja. Aussehen, fertig und bam, da ist er. Wunderbar. Hast du nicht früher gesehen, auf der Backgeschichte von ihr, oder? Ja. Hätte ja eh nur gehabt. Und später haben wir dann auch herausgefunden, dass eigentlich Sex gar nicht so seine Stärke ist. Und, ein Bett war, aber die Geschichte war nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Szenen durch, die euch am meisten geblieben sind, die euch am meisten gefallen haben, oder? Fällt dir da gerade eine ein, Hilvo, wo du sagst, wow. Also Szene, also
sag es mal, Moment. Schon ganz am Anfang entlang. Mhm. Du hast eigentlich von Anfang an immer Schlagzeug im Hintergrund gehört. Ja. Das ja. Drum. Ja, der Jazz-Schlagzeug. Genau. Ja. Es ist eigentlich, am Anfang ist es gar nicht aufgefallen. Also sehr schnell, ich denke, das ist ein bisschen ein Einstieg. Dann merkst du so, ich glaube, seit 20 Minuten hast du immer noch das Schlagzeug. Mhm. Das hat es auch untermalt. Und in dem Moment, wo er einmal rausläuft auf Broadway, also eigentlich Times Square wahrscheinlich, ist es, glaube ich, gesehen. Ja, nebenan. Ja, voll, läuft er vorbei und dort schon hockt der Schlagzeug so eigentlich an der Straße und spielt. Und dann erwickelt noch zu. Du hast ihn aber dann eigentlich immer. Oder mehrheitlich. Ja, ja. Der ganze Soundtrack ist mehrheitlich Drum. Also halt. Ja, also macht man eine Pause und kommt dann immer wieder in verschiedenen Momenten. Ja. So wie man es halt oft gemacht hat, früher noch so in so Übergang zwischen verschiedenen Szenen im Theater. Ist das oft gesehen, dass einer so, wie heisst das, weißt du, zum Klopfen drauf? Bongos. Das Schlagzeug, genau, Bongos oder so ist oft gesehen. Ja. Das hat ja auch Dings gespielt hat, der Jim Carrey hat doch mal Man on the Moon gespielt. Der Kaufman. Andy Kaufman. Genau. Yeah. Der hat doch auch immer die Bongo-Nummer gemacht. Das ist auch ursprünglich gesehen, weil das im Theater und so verkrochen ist. Ja, gut, also viele Theater haben sogar das eigene Orchester noch gehabt. Wo das genau, richtig. Kann, ja, genau. Aber das ist ja eher so Indie und so. Ja, Indie, ja. Da kannst du knapp einen Jazz-Schlagzeuger leisten. Wenn überhaupt. Ab Band. Wie zum Beispiel unser Intro, wo wir immer live einspielen. Ja. Jedes Mal müssen wir Popcorn catchen und ein bisschen reden miteinander. Wenn noch irgendwie 20 Leute hinter wo reden. Der Hill am Sinti mit seinen 80er Sonnenbrillen und Traineranzug. Ja, ich meine, was sollen wir sonst machen? Sollen wir einfach hier hocken, das Laufen lassen und einfach noch eine Bierdose aufmachen? Wäre lächerlich. Lächerlich. Bierdose aufmachen, dass die wir einspielen. Aber du sprichst etwas an. Oder? Die Musik ist sicher ein spezielles Element in diesem Film. Weil es halt so. Rudimentär ist, sage ich mal. Es ist ja immer eigentlich, was ich das Gefühl habe, ist von Szene und auch was gerade in der Szene läuft, es ist immer so vom Takt und was du genau spielst, bis Gym und so. Ja. Es ist immer eigentlich nicht einfach nur ein bisschen Jam gewesen, sondern es hat immer schön gepasst. Absolut, absolut. Damals war es ein ruhiger gewesen, mehr Basel-Zeug. Genau, und dann hektisch und hörst du, wenn du stärker wird. Das ist allgemein eine ganz, ganz grosse Stärke von diesem Film, der Ton. Ton insgesamt, nicht nur Musik, sondern der Ton. Ich muss dazu mal sagen, den Film habe ich jetzt tatsächlich auf Englisch geschaut. Ha! Jetzt. Frage mich nicht, wieso. Weil es besser ist? Nein, jetzt habe ich einfach Bock drauf. Okay. Da habe ich jetzt einfach Bock gehabt, den Film auf Englisch zu schauen. Und da habe ich einfach sagen, also der Ton, aber mit dem Ton, vor allem mit der Lautstärke, da habe ich sau gut gefunden, weil es hat ja immer wieder Momente, wo es plötzlich mega laut wird. Und dann gerade wieder leise gehen. Und das ist so, das bringt eine sehr, sehr coole Dynamik in den Film rein. Also habe ich mir auch so notiert, Ton, Riesenstärke von diesem Film. Ton ist tatsächlich vielleicht nominiert gewesen, aber gewonnen hat er nicht. Nein. Durchaus aber 4 Oscars für besten Film von diesem Jahr, beste Regie, bestes Drehbuch und Kamera. Ja, genau. Und ich bin auch durchgegangen, bin so froh, dass die Kamera es wirklich bekommt. Absolut. Weil, nein, Meisterleistung. Allein, wie oft, das ist das, was ich mich immer so wundere, wie oft sind sie von irgendwelchen Spiegeln oder spiegelnden Oberflächen, weißt du, Scheiben oder irgendetwas, und du siehst die Kamera einfach nie. Und ich habe jetzt den Film wirklich schon sicher 3 Mal gesehen, also im Kino und dann sicher 2-3 Mal daheim noch. Ja. Und irgendwann habe ich angefangen, mich wirklich zu achten. Ich so, Gott, verdecke sich. Weißt du, klar, du kannst technisch kannst du auch gewisse Sachen rausschneiden. Ihr wisst es aber, es ist für mich gleich immer wieder faszinierend, wenn man das so gut anbekommt. Oder? Das ist wirklich. Da staune ich einfach. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Du bist schon da, das sind 3-4 Schauspieler und da oben gibt es auch so ein bisschen, wie nennst du das, eine Szene wechselt, einfach der Ort wechselt, wenn sie dann gerade so wieder rumlaufen. Ja. Du hast ja zum Teil wirklich, wenn alle Schauspieler zusammenzählst, 10, 15 Leute, die eigentlich mal kurz vorbeilaufen und Zeugs, das muss alles stimmen. Und dann, wenn er irgendwie nach 20 Minuten auf der Kamera mal plötzlich irgendwie in eine Wand läuft oder sonst irgendeinen Fehler machen. Ja. Weil ich meine, gerade die anderen ihren Text, aber er muss rumlaufen, muss die Filme in der Kamera drin haben. Ich meine, das ist eigentlich so. Und das ist alles ja auch einstudiert, oder? Das ist nicht irgendwie so. Er weiß ja, was passiert, oder? Und läuft ihnen einfach mal nach. Sondern er weiß genau, jetzt muss er dort sein. Und er kommt ja oft, sehr oft kommen ja die Schwenk mit der Kamera, die schnellen Schwenk. Oder? Das sind natürlich auch die Momente, wo man dann eben den Schnitt reinhauen kann, oder? Aber das ist so wahnsinnig gut choreografiert. Und vor allem, ich weiß, wie es euch gegangen ist, mir hat vor allem etwas so erstaunt. Ich meine, eben, die ganze Zeit so Leute zu verfolgen durch überall, das geht, das ist schon schwierig. Ja.
wenn nur schon mal jemand mit dem Handy gefilmt haben, beim Laufen, merkt ihr das schon. Ja. Aber dort, hinter der Kulisse, das sind so enge Gänge immer. Ja, ja, ja. Du hast so ein eingängiges Gefühl hinter der Bühne. Auf der Bühne das Gefühl, wow, Platz, Raum. Ja. Wenn er draußen ist, oder? Ja. Das ist auch ein Weitwinkel oft. Oder so. Aber in diesen Gängen, das ist so ein eindrückendes Gefühl. Und dort so die Treppchen, die kleinen scheisse Treppchen auf und ab und so. Hey, ich war ausgerastet dort. Gut, und jemand muss ja noch weißt, das Mikrofon heben und mit den Kabeln und all der Scheiß. Das ist nicht einfach eine Person. Das sind eben 15 Leute, die da hinten traumsäckeln. Gut, da hat man natürlich mittlerweile mit der Technik auch mega Fortschritt. Okay. Mit den ganzen Stabilisatoren, die es jetzt gibt, wo dann einfach die Kamera in beiden Händen hast und das tut sich alles ausbalancieren. Ja und die haben sie auch so wie auf dem Rücken, haben die so eine. So wie ein Schwenkarm, der über den Kopf kommt und alles dran, oder? Genau. Das haben sie ja bei RTL2-Sendungen schon, so Kameras. Also, es gibt auch so Gestaltchen, wo sie wirklich fixiert ist. Genau, ja, richtig. Aber gleich, das ist... Also ich... Höchster Respekt vor dem. Absolut, ja. Aber es gibt ja durchaus auch wirklich herausragende Szenen. Mhm. Ich würde gerne eine rausnehmen. Das erste Mal, wo der Norton und der Keaton in ihrer Rolle den proben. Wo der Norton halt voll davon improvisieren. Weil ja der Text gar nicht. Ja, du nennst es improvisieren. Andere hat es im ersten Moment von ihr fängt gerade am Anfang schon an rumzicken. du hast ja am Keaton mega angemerkt, in seiner Rolle. Michael Keaton hat so. Nimm die zusammen. Jetzt lass dich drauf ein. Nimm die zusammen. Und dann plötzlich BAM! Ja. Und der andere haut einfach ungelesen den richtigen Text raus. Und dann auch so beim Keaton plötzlich verfliegt die ganze Skepsis und so, wow, geil, ich habe meinen Counterpart, ich habe jetzt den, der mir hilft, das Stück richtig an die Leute zu bringen. Hammer. Also finde ich auch unheimlich gut gespielt, die Sequenz. Das ist wirklich Schauspiel. Also das ist wirklich ganz hohe Schule Schauspiel. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber ich stelle mir vor, als Schauspielerin, dass du am Schauspieler bist. Blöd. Das ist gar nicht so einfach. Weil du musst ja gleich noch ein Gefühl vermitteln von, hey, das ist jetzt geschauspielert. Und nicht, weißt du, also geschauspielert. Wie soll ich das erklären? Du bist, also, es ist, weißt du, normalerweise bist du ja in deiner Rolle, du schauspielst, du bist jemand möglichst realistisch hauptsächlich wiedergeben. Ja. Aber dort muss ja möglichst realistisch wiedergeben, dass er eigentlich nur eine Figur ist, die jemand anders tut, Schauspielerin. Und das ist halt so eine Doppelbeutigkeit. Oder du musst zwei Rollen in einmal spielen. Richtig. Oder in dem Moment musst du sogar zwei Jobs in einmal machen. Mhm. Weil du musst den Schauspieler spielen, der eine Rolle spielt. Du musst aber auch für einen Film Publikum für das Medium Film ein Theaterschauspieler spielen. Yes. Wo kein Theater spielt. Und wir wissen alle, Theaterschauspiel und Filmschauspiel, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ja. Theater musst du halt, Theater, Broadway musst du halt viel, viel extrovertierter sein. Damit du auch die Leute, die halt die billigen Plätze hinterstehen, dass du die auch erreichst. Oder? Genau. Ja, generell der Körperspruch ist viel anders. Du musst zeigen, was machst du, du bist dabei und du musst Leute reden. Genau. Und eben, dass der, der zuschaut, jetzt merkt, der ist jetzt hässig, weil er ist jetzt am Buchteln oder so. Mhm. Und klar, vor der Kamera, dann das spielst du jemand, der jetzt aus dem Alltag hässig wird, zum Beispiel. Dann merkst du es aus anderen Gestigen. Und da eben, Theater ist viel mehr körperbetont. Ja. Genau, viel extrovertiert. Ja. Vor der Kamera menschlich spielen, vor dem Theaterpublikum übermenschlich spielen. Ja. Grösser, lauter, breiter, farbiger. Also eben das auch der in der hinterletzten Reihe. Und das ist ja auch dann das Geniale daran, weil dort kommen ja auch die ruhigen Momente, die hat es durchaus in dem Film. Ja. Wenn sie so, wenn der Keaton irgendwie in die Kneipe um die Ecke geht, da gibt es für mich eins von den besten Szenen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Kritikerin. Das war für mich das Highlight gewesen, im schauspielerischen Können vom Keaton. Gehen wir gerade zu dieser Szene. Erzähl, sorry. Ja, sie haben die Kneipe, der Michael Keaton war vorher schon mit Edward Norton dort gewesen, miteinander geschnurrt, ist auch eine Kritikerin gewesen. Gegenüber Edward Norton ist die relativ positiv eingestellt gewesen. Und der Keaton geht irgendwann zu einer und quatscht dann an und sagt, mein Stück und so. Und bam, ich werde dieses Stück komplett verrissen. Aber wieso? Hast du gar nicht gesehen? Ist mir doch egal. Du bist nichts. Du hast hier am Broadway nichts verloren. Du nimmst hier eigentlich nur Platz weg. Etwas Besseres. Genau. Und zuerst denkst du, okay, Moment,
jetzt, also jeder andere war jetzt einfach total aus der Hut gefahren und hat irgendwas einfach zerschlagen. Weil es ist ja dein Lebenswerk, der letzte Anker, den du in deiner Karriere hast. Wirf dir mal schnell ein Glas an die Wand, okay. Aber dann, fängt er an, dann gibt er ihr so richtig. Wahnsinn. Aber richtig. Und zwar verbal, ist mir eine Sache, und vom Ausdruck in den Augen. Ja. Und ich bin so froh gewesen, dass der Michael Keaton nicht so eine glatt Botox der Hollywood-Bow ist, wie es viel sind. Der hat ja Falten über das ganze Gesicht, sondergleichen. Aber das hat in dem Moment so viel Ausdruck gegeben. Mhm. Und der hat ja mit der ganzen Mimik, mit dem Körper, der hat ja so alles gegeben. Ja. Also, und vor allem, es ist nicht so das typische, einfach die klassische Würde, ich bin hässig Darstellung, ja, oder? Sondern es ist wirklich Verzweiflung. Ganz genau. Aus Verzweiflung raus, die Wut. Weißt du, die, wo oft Leute denen anwenden, wenn du so verzweifelt bist, dass du eigentlich nur noch heulen willst, das gibt es ja auch, oder? Ja. Und eigentlich will er da nur heulen. Das merkst du ihm richtig an. Aber er will sich halt gleich noch wehren. Er will jetzt einfach mal alles rauslassen, oder? Wo er über die letzten 20 Jahre, auch im richtigen Leben, hat zum Teil nicht so über sich gehen lassen. Und das merkst du halt einfach aus. Das ist, also die Szene, das ist auch, weiss ich noch, im Kino, Totenstille. Mhm. So ist es, hat ja viele auch lustige Momente. Weißt du, es gibt viele Lachen in diesem Film. Auch die, wo der Edward Norton mit der Emma Stone auf dem Dach ist. Ja. Richtig schöne Auflagen. Das ist herzig. Und gleich auch dort, die Szene, da verbart sich ja auch viel. Weißt du, hinter dem eben extrem extrovertierten Wannabe, ich bin eigentlich alles Cegaroni-Schauspieler, oder? Wo du merkst, da ist schon noch anderes dahinter, oder? Da, auch die Zweifel, die er hat, das anders umgeht damit, als ein Keaton in seiner Rolle. Ja, es ist also im Restaurant, wo eine Kritikerin dann eigentlich anfährt, er nimmt ihr ein Blöckchen weg, wo sie am Notieren geschrieben ist. Er schreit so nicht einfach an Beleidigung, sondern einfach effektiv eigentlich das, was sie geschrieben hat, er möchte sie nicht beleidigen in dem Sinn, einfach plump, sondern er will sie wirklich mit ihren eigenen Waffen in dem Sinn schlagen. Er tut mal Kritikerin kritisieren. Genau, dass sie eigentlich als Kritikerin genau eine Brunz anschreibt und nicht mal wirklich eigentlich eine richtige Kritik bringt. Mhm. Echt lasch ist. Ist auch der Untertitel, eben, der Film heißt ja Birdman Or, und dann in Klammern, oder? The Unexpected Virtue of Ignorance. Die Unexpected Virtue of Ignorance, das ist übrigens auch der Name von der Kritik, die sie schlussendlich schreibt über das Stück. So, das ist die Überschrift, das sieht man irgendwann mal kurz, wenn der Zeitung am Schluss. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber sie sind doch angeschaut. Mir ist auch nicht bewusst aufgefallen. Ich habe mich einfach, nach dem Kinofilm habe ich mich gefragt, wieso hat der Untertitel gehabt? Und dann habe ich es irgendwo gelesen. Ja. Dann im Nachschauen habe ich es schon gemerkt. So, ah ja, stimmt, macht Sinn. Genau, also es ist wirklich. Also es geht ja auch alles ein bisschen drunter und drüber. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Emma Stone in ihrer Rolle finde ich mega stark. Auch wenn sie nur wenig Auftritt hat, am meisten halt auf dem Dach, wo sie sich, wo der Nord nimmt, wenn man kommt, zum einen rauchen oder so. Aber auch sehr zurückgenommen, aber was mir eben gefällt ist, sie ist irgendwie so, auf einer Art so das typische, mein Vater ist schon mal ein Star gewesen, wahrscheinlich aus gutem Haus, weißt du, also die ist nicht arm aufgewachsen oder so. Und dann gibt es immer so die zwei Varianten, die du oft siehst. Weißt? Entweder gibt es die, die dann so Paris Hilton-mäßig plötzlich unterwegs sind, oder? Ja. Oder es gibt die, die so völlig depressiv, ich kann nicht mit dem Druck umgehen, mein Vater ist es da, überall wird man erkennt und all das Zeug. Selbst finden. Ja, genau, und dann oftmals ein bisschen eher extrem zurückgezogen sind. Und sie spielt irgendwie mit beidem ein bisschen. Weißt, einerseits tut sie ein bisschen flirten immer wieder mit ihm, aber dann ist sie gleich wieder so das extrem verletzliche, weiss nicht recht, was mit meinem Leben nachfällt, oder? Weiss sie auch gut, sie ist ja auch eigentlich auf einem Drogenentzug. Richtig, das kommt noch dazu, darum oder? Ist sie auch angestellt. Das ist so ihre dunkle Vergangenheit in dem Sinn. Und ich finde, das bringt sie mega gut, ohne eben so das. Die Klischees, die man halt oft hat, weißt du, von Kindern, von Stars oder ehemaligen Stars, die bringt sie eigentlich saugut mehrere Figuren in einem unter. Das hat mir auch mega gut gefallen. Ja, das war auch gut gewesen. Auf jeden Fall. Ja, sorry. Ja,
Ich habe, eben insgesamt sind wir uns glaub, relativ einig, dass der Film wirklich sehr, sehr cool ist. Mhm. Ich habe allerdings eine kleine Kritik. Und zwar die ersten anderthalb Stunden. Mhm. Die ersten anderthalb Stunden, die sind für mich eigentlich ein perfekter Film gewesen. Das ist nach anderthalb Stunden, das ist dort, wo er dann auf die Strasse rausgeht und wo dann der Birdman so recht übermächtig wird. Wo dann das Übernatürliche immer mehr kommt. Stimmt, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, oder? Also ganz kurz, er tut ja immer wieder mit sich selber reden. Also eigentlich redet der Birdman mit ihm. Ja. Genau. Eben also seine Figur, übrigens auch mit extrem tiefer Stimme, wie es der Christian Bale im Batman gemacht hat, oder? Ja. Logisch, ja. Oder? Was ja zur Zeit. Sorry, ja, mach wieder. Ja. Und eben dann geht es immer mehr ins Übersinnliche. Auch dann im Schluss immer mehr, wo man dann auch gewisse Sachen ein bisschen offen hat, wo man annimmt, was das Publikum ein bisschen irregeführt wird und dann ist es doch wieder ein bisschen anders. Dort, ab dort habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist es nicht mehr ganz so rund gelaufen. Okay. Das hat dann nicht mehr ganz so treiben. Also vorher einfach schauspielerische Perfektion, wirklich, sage ich jetzt einfach so. Und ab dort hat man einfach noch das Übernatürliche mit reingebracht. Nichts gegen die Stimme aus dem Off. Überhaupt nicht. Gar nicht. Gut, auch so ein bisschen gegen seine, sei es jetzt Halluzinationen oder ob er jetzt wirklich Superkräfte hat, also das lassen wir jetzt offen. Das ist jeden, kann jeder interpretieren, wie er will. Ich habe einfach gefunden, dort, wo es. Er hat das Übernatürliche Überhand genommen und hat so ein bisschen das geniale Schauspiel abgelöst. Weil ab dort, du hast dann nachher noch die letzte Schlussszene im Theater. Aber das restliche Cast miteinander, auch im Spital dann am Schluss, da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ist einfach das ganze Schauspiel hat einfach um eine Stufe abgenommen. Ab dort war für mich der Film nicht mehr ganz rund gewesen. Ui. Sorry. Was war das? Excuse me. Das ist so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich an den Film habe. Eben ab dem Moment war es für mich nicht mehr ganz rund. Okay. Ich hätte das auch sau cool gefunden, wenn der ganze Film einfach in diesem Theatergebäude gespielt hat. Klar, die Szene am Times Square war super. Würde ich auch sagen. Also, klar. Und auch das eben in der Kneipe. Wenn er dann auch wieder reinkommt, ins Broadway-Stück rein und einfach mitten drinnen steht. Und ganz kurz, auch ein kleiner Fun-Fact. Sie sagen ja auch vorher, dass so, vor der Premiere, so, unter anderem der Dings ist im Publikum. Martin Scorsese. Genau. Unter anderem. Und dann sagt er dann nachher so, wirklich, und er auf den Weg so, ist das wirklich mal so? Nein, aber das ist, dass er sich das Gefühl hat, wow. Und so. Als er dann reinkommt ins Theater, eben in Unterhosen, dorthin und einfach von dort weitermacht, dort hockt tatsächlich der Martin Scorsese. Also es ist wirklich er, es ist der richtige Scorsese gewesen. Ja, also sie sind sich auch nicht ganz einig gewesen, wie sie es haben sagen im Film. Genau. Der erste, was gesagt hat, ist Martin Scorsese und dann nachher so Scorsese. Da gibt es, glaube ich, auch 100, das müssen wir ihn selber fragen. Ja. Also, Marty, wenn wir ihn ja dürfen nennen, wenn du mal mitmachen willst, im Podcast einfach melden. Haben wir nicht schon über die Irishman abgeflucht? Ja, das hat er vielleicht nicht gehört, weil ich glaube, er kann nicht gut Schweizerdeutsch. Aber du hast ja früher noch gute Filme gemacht. Ja. Viel früher noch. Ja, aber das war auch noch zur Zeit, wo der Robert De Niro noch gute Filme gemacht hat. Ah, Moment. Uiuiuiui. Ja. Tricky. Ja. Item! Nein, eben. Also, von mir aus gesehen, hätte es gerne können im Theater, in der Beiz, auf dem Dach und noch ein bisschen im Times Square bleiben. Ja. Mehr hätte ich jetzt nicht gebraucht. Klar, es ist von der Handlung her natürlich noch verabracht, aber dort ist es einfach nicht mehr ganz rund. Es ist einfach irgendwie nicht mehr so ganz zum Rest passt. Leider. Wie hast du das wahrgenommen? Es hat schon auch so gewisse Momente gehabt, wo dann nicht. Also ich fand, es ist auch, wo er auf dem Dach steht und dann eigentlich springen will, aber fliegt er dann nicht davon. Spiel. Moment, wenn wir schon bei dieser Szene sind, weil das kommt ja einer der besten Gags vom Film. Und er dort steht und einfach auf dem anderen Dach der eine am Wäsche aufhängen, so. Ja. Was machst du da? Oder so quasi, oder? So. Meinst du es ernst oder machen wir einen Film? Ja, genau, ja.
Und dann ist er so, Movie. Und sie auch so, you people are full of shit. Genau. Und es ist ewig lang das Gerücht umgegangen, also IMDb, du hast es lesen, dass das nicht geplant war. Dass sie wirklich einfach dort irgendeine war und das gemacht hat. Und er hat einfach darauf reagiert. Und es haltet sich jetzt hartnäckig das Gerücht. Also mittlerweile weiss man, dass sie bewusst da war und klar war, dass sie das wird sagen. Weil sie auch eine relativ bekannte in Amerika so Theaterschauspieler und Komödiantin, die das ist. Ja. Ich weiss leider den Namen nicht mehr. Aber es hält sich immer noch das Gerücht, dass zumindest der Keaton nicht gewusst hat, dass sie das wird sagen. Und dass er einfach so reagiert hat, so Movie. Und sie, you people are full of shit. Und er ist einfach cool geblieben. Aber ob es denn wirklich so ist, oder er da gleich schon gewusst hat, aber eine von meinen absoluten Favorites. Also da bin ich, also ja, bin ich oder, im Kino oder vielleicht verreckt. Hat man ihm einfach nicht gesagt, was sie wird sagen, sondern sie wird etwas sagen. Das kann einfach auch sein, ja, voll. Stimmt, stimmt. Aber eben, genau, der fliegt er halt davon. So genau, quasi. Ja. Ja, das ist so ein bisschen dann, so der Punkt, wo es mich fast ein bisschen übersteuert hat, irgendwie. Mhm. Ich meine, klar, ich habe es irgendwie schlecht gefunden oder so, dass du immer so eigentlich, du hast so die Realität, dann immer so wieder die Einsprünge von, okay, ist jetzt nur in seinem Geist oder wirklich? Und dann gibt es wieder Szenen, wo er eigentlich aus Gedanken sein Zimmer, also sein Backstage-Room vermöbelt. Ja. Das Zeug fliegt an die Wand. Aber sobald eigentlich dann sein Manager oder so reinkommt, ist eigentlich dort und nimmt das Zeug aber in die Hand und wirft es um. Und dann ist es eben nicht mehr ein Ding. Und es ist immer so ein bisschen hier und her. Ich meine, es ist gut gemacht, aber zum Teil ist also der Punkt für mich so ein bisschen fast schon zu much gesehen. Okay. Aber eigentlich jetzt, ja, minime Kritik. Okay, ja, ja, schon. Also ich habe ja nicht dran umgeschrieben, ist kein Problem. Nicht? Ach. Nein. Es trifft mich aber gleich ein bisschen. ja, ist lustig. Nein, ich weiss genau, was du meinst. Das Tempo hat halt geändert dort. Es ist, vorher hat sie eigentlich schon ein gutes Tempo gehabt, aber es war halt ein flüssiges Tempo gesehen. Und ab dann war es so ein bisschen staccato-mäßig. Ja. Weißt du, so ein bisschen tack, 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 oder? Ein Ding nach dem anderen. Da gebe ich dir recht. Ja, ist vielleicht von dem her nicht rund. Ja, das ist schon so. Aber ich persönlich schätze das halt mega. Ich liebe das, wenn einfach dann plötzlich etwas passiert, wo du halt nicht damit rechnest. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er plötzlich davon fliegt oder so. Weißt du, also mit so Zeug habe ich halt nicht gerechnet. Ja, das habe ich halt gewusst. Okay, ja, wenn du das schon gewusst hast, aber ich halt damals nicht, oder? Ich bin damals in der Film gewusst, gut im Theater und alles eigentlich ohne Schnitt fast, oder? So, ja, das wird sicher lustig sein. Ja. Und dann plötzlich so, what the fuck, was ist jetzt da los, oder? Ja. Ich meine, auch der Schluss, wo ja eigentlich gewisse Sachen offen lässt, oder? Fliegt er wieder davon, stirbt er. Bei der Folge, wo er ja dann fliegt, das ist eigentlich dann am Tag, wo ja Premiere, also doch Premiere ist, da fliegt er dann eigentlich davor an und rennt rein. Aber da rennt der Taxifahrer hinterher und findet, ey, der hat nicht gezahlt, der hat nicht gezahlt und holt er dann das Geld raus. Also ist er eigentlich wahrscheinlich mit dem Taxi hingefahren. Das war nicht, was dann interpretiert. Ja. Eben, dass es doch nur eine Halluzination war. Ja. Genau. Ja, und dann halt was Knarre, er dann, was er dann auch wird offen lassen am Schluss, dass er nicht weggeflogen ist, sondern dass er sich in den Tod gestürzt hat. Ja, und du siehst dann seine Tochter ja raus, die dann in den Himmel schaut und grinst. Und eben, das ist genau der Moment, wo du nicht weißt, okay, ist er doch geflogen so? Oder ist sie halt einfach, weil sie ist, das Kind hat sie auch, hat auch irgendeine Krankheit, sie hat das irgendwie auch, oder flüchtet halt in eine Gedankenwelt rein und verdrängt eigentlich das, was sie gerade am Boden gesehen hat, weil er vielleicht dort liegt. Oder sie sieht nicht gut. Oder sie schaut auch in die falsche Richtung. Oder sie denkt, hey, am Schluss von der Premiere, er hat sich vielleicht doch nicht nur die Nase wegschießen, er hat sich wirklich das Hirn weggelassen, hat es aber nicht geschafft. Ja. Und, so, und hat nur schon mal mit sich die Nase wegschießen, einen riesen Erfolg gehabt. Und jetzt, bam, so, jetzt hat er sich umgebracht, so, ah, ja, jetzt wird er eine Riesenlegende. Oder es war für sie auch eine Entlastung, die. Ja, eben vielleicht genau. Er hätte ja eigentlich wollen sterben, jetzt hat er es geschafft. Möglich, eben. Schluss ist parat für Interpretationen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man könnte natürlich noch mega viel mehr sezieren dazu. Das ist so, ja. Ich wollte nur noch erwähnen, dass diverse Teppiche im Backstage Shining sind. Von Shining inspiriert, vom Design und so.
Nicht, dass es relevant ist, aber ich finde es geil. Weil wir halt auch einen Shining-Teppich bei uns im Studio haben, habe ich gefunden, das muss schon noch her. Oder vielleicht ist das allgemein so Mode im Theater und Shining ist durch die Theaterteppiche inspiriert. Ja, Shining war zuerst ja. Wer weiß? Nein, ich glaube in dem Fall. Gebe ich jetzt mal im Shining den Vorzug. Tja, das Gefühl. Wenn man denkt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Genau. Vielleicht kurz noch, wir haben ja vorhin geredet, eben vier Oscars hat er gewonnen. Ja. Die drei Hauptfiguren, also der Hauptdarsteller Michael Keaton und die beiden Nebendarsteller Stone und Norton, sind alle auch nominiert für einen Oscar. Mhm. Was natürlich auch schon ein bisschen dafür spricht. Und jetzt müssen wir noch etwas vielleicht vorausschicken. Ich glaube, keiner von uns ist ein riesen... Oh, der hat 10 Oscars gewonnen. Der muss sogar gut sein. Also es gibt sehr viel, gerade in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, jetzt so sehr viel die Oscar-Bait-Filme bekommen, oder? Ja, ja. Oh, irgendjemand tut heulen über irgendwelche sozialen Ungerechtigkeiten, zack, kriegt eine Oscar-Nomination. Ja. Ja, ja. Nein, das ist jetzt hier wirklich kein so Film. Also man sollte sich wirklich nicht von dem abhalten lassen. Es ist für mich nicht... Er hat schon gewisse Elemente von einem typischen Hollywood-Film, weil Hollywood-Filme, die lieben es ja. Weißt du, wenn man so Broadway, Theater, Musical, wenn das in irgendeiner Form vorkommt, das lieben sie. Drama, tolle Kameraarbeit, kaputte Charaktere. Ja. Ja. Das heißt, es ist schon gerne halt auch der Ort, wo es spielt. Oder? Mhm. Hollywood ist extrem selbstreflektierend. Oder sobald irgendwie Hollywood in Hollywood vorkommt, dann ist kriegen wir 10 Oscars. Ja, am besten, wenn noch die Hälfte von der Academy auch schon in diesem Theater auf der Bühne gestanden ist, dann finde ich es mega geil. Die haben sogar dort den richtigen Teppich an, da aus Shining, oder? Kriegt es von mir auch. Ja, und einfach in, keine Ahnung, in Helms Klamm sind sie nie gesehen, darum hat Lord of the Rings 2 keine Oscar bekommen. Ich muss auch sagen, hat er 2 keine bekommen? Der erste war einen bekommen. Also, Der dritte hat irgendwie alle bekommen. Der dritte hat immer. Ja, einmal sicher nicht für den besten Film. Also, der beste Film hat, glaube ich. Wie ist der zweite doch der beste von denen? Ja, finde ich auch, aber. Wirklich? Sagen, ja, klar. Ich finde sowieso. Fistbump. Oscar, ich finde Oscar ist überbewertet für mich. Ich meine, es ist klar, als Schauspieler ist so ein bisschen halt. Ich sage es, jeder in seinem Beruf. Ist oft aber auch ein Fluch. Früher war es ja oft ein Fluch gesehen. Wenn jemand einen Oscar früher noch gewonnen hat, hast du gewusst, in den nächsten 5-6 Jahren. Okay, kriegt auch kein Bein mehr von Sandra. Ich meine, als Auszeichnung, wenn du Arbeit machst und so etwas sagst, klar, Oscar ist nochmal ein bisschen, du hast einen Fame-Status nochmal raufgeht. Ganz klar. Aber schlussendlich, also ich denke jetzt für mich persönlich, ich denke auch, wenn ich jetzt mit anderen rede, dass die meisten wissen gar nicht mal, wer überhaupt Oscar gewonnen hat. Und ich meine, klar, es gibt dann schon Schauspieler, weißt du, der hat schon den Oscar gewonnen, okay, aber es gibt so Listen, wo ja die Schauspieler drauf sind, noch keinen gewonnen haben. Ja. Und dann die Arbeit gehst und denkst, Moment, der hat noch keinen gewonnen und der überhaupt nicht. Und der hat ihn gewonnen für das und nicht für das. Genau, das habe ich sehr häufig. Ja. Ja. Also für mich ist eigentlich Oscar so ein bisschen wie Employee of the Month, weißt du, so Mitarbeiter vom Monat. Ja. Das muss nicht unbedingt der beste Mitarbeiter sein, aber der, der einfach am meisten das gemacht hat, was gerade der Chef geil findet. Weißt du, so der Speicherlecker oder so. Also, mir ist oft so vorgekommen. Das muss nicht der beste Arbeiter sein. Aber er ist einfach am richtigen Ort, im richtigen Moment gerade dort gesehen, wo der Chef sieht, oh, du tust auch mal neben der Arbeit noch irgendwie WC putzen. Ich weiß auch nicht, was. Oscar ist das Gremium, wo ja die Wahlen wer gewinnt, oder? Ja, 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 das stimmt, und, ja. Das ist, schlussendlich ist es eigentlich auch wie eine Firma, wo eigentlich alles aus, sagen wir mal, über 60-jährigen, weissen, ehemaligen Kritiker besteht, oder? Wo ja eigentlich in diesem Film auch ziemlich drunter kommen. Sie sind jetzt, glaube ich, sogar gezwungen worden, dass sie Schwarze aufnehmen. Ja, und Frauen und jüngere Leute auch. Weißt du, ich meine, sorry, es kann doch nicht sein, dass immer nur so Südstaaten, Dramen und eben Musical-Verfilmungen Oscars abräumen. Fuck that. Die waren halt wieso? Mein größtes Problem ist, es gibt so, sind ja alle Meinung, oder? Wieso sind so wenig Horrorfilme nominiert für einen Oscar? Es gibt sau gute Horrorfilme. Für mich ist das Ganze eigentlich einfach, die ganze Oscar-Verleihung ist selber auch ein Riesentheater. Ja, die wollen natürlich ihre Schauspieler auswählen, die dann natürlich das Ganze tragen. Wenn du da Leute bringst, die unbekannt sind, oder vielleicht auch Leute, das ist keine Leute im Fernsehen. Vielleicht liegt es auch daran, weißt du, dass das alles so die Ex-Menschen, weißt du, die illegal noch Kinderblut und so. Ja. Egal, anderes Thema. Ja. Ich würde sagen, wir kommen doch. Nein, Moment, wir haben es ja noch davon gehabt, Michael Keaton hat ja den Oscar nicht bekommen. Yes. Ja. Oh, jetzt bist du hässig, ich spüre es. Ja. Michael Keaton hat den Oscar nicht bekommen. Michael Keaton wird in seinem ganzen Leben auch nie mehr einen Oscar bekommen. Sag ich jetzt schon. Besser als hier wird er niemals wieder. Und dürfte ich eigentlich fast nicht sagen.
Ich dürfte es jetzt eigentlich nicht sagen, aber es ist eigentlich ein bisschen eine Schweinerei, dass er den Oscar nicht bekommt. Weil er so gut, wie er hier gespielt hat, das ist... Da kannst du mal 5 Jahre vor und 5 Jahre nachher irgendeinen zeigen, das haben die nicht angekriegt. Der, der in diesem Jahr den Oscar gewonnen hat, ist der Eddie Redmayne für seine Darstellung vom voilà, Stephen Hawking. Stephen alles. Hawking. Vom Stephen Hawking. Ich habe den Film gesehen. Ja, gut, okay. Ich habe den Film gesehen. Mhm. Er hat es wirklich gut gespielt. Mhm. Aber er hat den Oscar bekommen, weil er einen Behinderten gespielt hat. Sorry, es ist einfach so. Mhm. Er hat hier einen Bonus bekommen, weil er einen Behinderten gespielt hat. Und nein, vor allem noch eine bekannte Persönlichkeit. Das ist ja auch immer so eine, zumindest Nominierungsding. Ja, er hat es wirklich gut gespielt. Ja. Ich möchte nichts gegen den Eddie Redmayne sagen, aber das, was der Keaton hier angelegt hat, alles das, was seit fast 100 Jahren von der Actors Guild, oder weiss gut was, Academy, da propagiert wird, was gute Schauspieler und so anbelangt, das wäre das gewesen, was sie hier beim Keaton hätten müssen anerkennen. Ja. Also, bin ich mit dir. Bin ich mit dir. Ich hatte den Film nicht gesehen. Der Kumbu-Batsche spielt auch mit. Ja, also ich habe ihn gesehen. Ich finde ihn auch gut. Der ganze Film ist wirklich gut. Kann man absolut schauen, aber er ist nicht so gut in Birdman. Das ist mir jetzt ein Film für ihn, so ein Oben-Film, so ein Donnerstag zu oben, aber... Nein. Donnerstag ist schlecht. Ja, ich meine, er hat einen Stock und er spielt zusammenzittern. Das ist so... Was? Nein. Er ist ja im Rollstuhl gesessen und hat einfach nur noch mit Mimik und Gestik... Ich habe gemeint, das ist, als du als jung siehst, als du älter bist. Alles. Und dann alles. Genau. Er ist schon relativ klein schon im... Aber im Rollstuhl ist er ja der Dings gesehen, nicht mehr er, sondern der Cumberbatch. Nein. Was? Nein, ist die ganze Zeit der Eddie Redmayne gesehen? Ja, ziemlich sicher. Du, Cumberbatch und Hawking. Was? Ist vielleicht ein anderer? Nein, also wenn du dann älter warst, dann hast du gemeint... Kannst du ja mal den Namen nochmal sagen? Wie heisst der Schauspieler? Kuchkumbo. Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Oder vielleicht hat er einen anderen Film gespielt. Jungs, wir schweifen ab. Ja, also, ich glaube, wir kommen zur Bewertung. Ich würde auch sagen, ja. Keaton für Oscar. Oscar für abgeschafft. Kommen wir zur Bewertung. Hashtag Keaton. Jo, geiler Sieg. Gib deine Bewertung ab, lieber Spike. Also, ich habe gesagt, für mich der Kritikpunkt, dass die letzte halbe Stunde einfach nicht mehr ganz so rund gelaufen ist. Für mich nicht mehr ganz so in die Perfektion von der ersten anderthalb Stunde reingepasst hat. Das gibt einen kleinen Abzug. Aber der Film bekommt von mir 4,5 Sterne. Ja, von 5? Ja. Also, da kann man nichts sagen, ja. Nein, weil sonst alles richtig gemacht. Sensationell mit dem Ton umgegangen. Kameraarbeit, sackstarke schauspielerische Leistung, wie man es selten sieht. Ja. Ein Cast, der wirklich richtig cool ist. Und, muss man auch als Leistung hervorheben, ein Regisseur, der mit Edward Norton können umgehen kann. Nein, wirklich. Und ihn eigentlich sogar noch bloßstellen als das, was er ist. Aber ich habe nichts Negatives gehört, dass irgendein Norton umgezickt hat am Set. Also, das heisst, das spricht wirklich für den Regisseur. Ja. Hello? Wie gesagt, Kamera perfekt, schauspielerisch überragend. Das Ganze wirklich eine Überraschung für mich, der ganze Film. Ich bin so ein bisschen im Zwielicht, weil eigentlich ich habe wirklich effektiv nicht eigentlich sagen, so, das hat mich wirklich gestört. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, das ist negativ gewesen oder so. Ich muss schon sagen, bei der Kamera, wo ich hatte schon am Anfang erwähnt, da ist einfach kein Schnitt drin. Und dann ist mir dann gut, nicht aufgefallen, ich habe es dann auch gewusst, aber erst beim Schauen ist mir aufgefallen, wie das genau so gemein war. Und irgendwie dann habe ich so einen inneren Drang bekommen, so, hey, mach doch mal einen Cut, weil es ist auch immer das Erste. Und immer okay. Aber ich meine, ist jetzt keine Kritik oder so. Nein, das kann ich nachvollziehen. Ich bin so, ich habe eigentlich so auf 4,5 Sterne tendiert, aber eigentlich... Wieso gebe ich keine 5? Weil ich habe effektiv eigentlich nichts Negatives. Es gibt Dinge, das könntest du auch verbessern oder so. Von dem her also eigentlich für mich ein 5-Sterne-Film. Ja, oh Gott, verdammt. Ja, und ich kann es kurz und knapp machen. Für mich ist es auch ein 5-Sterne-Film. Mhm. Für mich ist schon wirklich, wie du es eigentlich richtig sagst, es gibt nichts zum Bemängeln. Das heisst aber bei mir nicht, dass es wegen dem eine hohe Bewertung gibt. Es gibt auch Filme, wo ich nichts zu bemängeln habe, wo mich einfach nicht treffen irgendwie. Und dann gibt es halt, wenn ich sage, hey, das ist die meisten Punkte, gibt 4 oder so, oder? Ja. Aber da gibt einfach noch 5 für mich, weil eben Schauspiel, ich wirklich mitleiden tue mit dem Keaton in seiner Rolle. Ja. Ich wirklich mitfühlen tue mit ihm.
Auch wenn ich natürlich überhaupt nicht, ich habe nie einen Superheld gespielt oder irgendetwas. Aber irgendwie, ich habe einfach, ich kann es irgendwie kann nachvollziehen. Ich kann es nicht erklären, warum. Es hat mich einfach getroffen. Irgendwo kann doch das jeder, wenn man doch schafft und irgendwie an seiner Arbeit hängt und egal in welcher Branche das man ist und wenn man doch da ein Projekt hat und sich möchte reinhängen und Leidenschaft ich glaube, es ist auch so ein bisschen, weißt, es ist so seine, er sieht das auch als seine letzte Chance oder, Anerkennung. Und ich glaube, es hat auch mit dem Alter zu tun mittlerweile. Ja klar, ich stell dir mal vor, wir würden mit 55, 60 noch eine Firma gründen und voll reinhängen und dann kommt irgendeiner von der Wirtschaftskamera und findet mal so, du, ihr werdet da nicht, also euch begraben und bekommen keine Bewilligung, gar nichts. Voilà. Und eben, und da, bei mir halt immer wichtig ist, nicht nur das Schauspiel, nicht nur das Treiber, sondern mir ist immer auch das Technische einfach mega wichtig und das ist halt hier auch in Perfektion. Ja. Und Soundtrack ist mir eigentlich immer etwas vom Wichtigsten, das wisst ihr ja, Musik und so, das ist mir extrem wichtig. Ton bin ich voll bei dir auch, Spike. Und der Soundtrack ist eigentlich grundsätzlich, das ist jetzt nicht etwas, was ich würde auf CD hören, niemals. Nein. Oder etwas, was mir hängen bleibt. Ich laufe nicht aus und dann so wild rumtrummeln. Aber es tut einfach den Film perfekt untermolen. Das war in dem Moment das Richtige. Richtig, und das ist das, was es braucht und nicht anderes. Und da haben für mich auch 5 Sterne. Und ja, jetzt hast du, glaube ich, den Rekord. Nein, jetzt hast du den Rekord bei den Hausaufgaben-Folgen. Was meinst du? Wir haben es das letzte Mal davon gehabt, welche Hausaufgabe bis jetzt am besten bewertet worden ist. Ah, insgesamt, wirklich? Ja. Bis jetzt ist es, glaube ich, Soylent Green gewesen. Ja. Aber das ist auch, was haben wir, jetzt haben wir so 4,5. Ja, sind wir im Bereich zwischen 3,5 und 4,5. 2,5 und 4. Ja, okay. Ja, ja gut, also mein, ist ja kein Wettbewerb. Perfektion ist noch nicht um, kann sich das steigern. 3,5. Ja gut, dann sind wir einfach schlau und nimmt einfach einen von uns einen Lieblingsfilm, den wir alle haben, irgendwie so Alien oder so. 5,5, oh, easy cheesy. Kommt irgendwann, ist nicht so gut gealtert im Fall. Ja, aber dann gibt es einen Klepper. Hey! Danke vielmals schon mal fürs Zuhören. Was kommt in der nächsten Hausaufgabe, lieber Spike? Nächste Hausaufgabe von mir an euch wäre der Film «Strange Days» aus dem Jahr 1995 von der Catherine Bigelow. Holla die Waldfee. Ja, über den wird nämlich viel zu wenig geredet. Ja, und für das sind wir da, um auch über diesen Film zu reden, wo auch mal ein Nischenpublikum anspricht. Ja. Wobei, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen sehr gross. Aber wir machen Unpopulares populär oder machen Populares unpopulär. Und die schönen Föhnfrisuren noch mal dran zu schauen. Wo ist denn die Föhnfrisuren? Weißt du, ich habe mal das Bild angeschaut. Hat so 90er-Jahr-Style. Auf jeden Fall wird auch die nächste Folge Sensation. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, liebe Zuhörer, dann gönn dir doch die Runde. Schau dir noch schnell. Wir wissen jetzt nicht gerade, wo es den gibt aktuell. Egal, aber du findest ihn sicher. Ja. Und dann hört man sich vor allem nächste Woche wieder. Und ansonsten haben wir noch 100'000 andere Folgen, die mega geil sind. Alle hören. Liken, folgen, abonnieren. Du weißt das Prozedere. Ciao zusammen. Ciao.